Die nächste Erweiterung steht bald in den Startlöchern, zu dessen Packthema wir derzeit noch nicht viel wissen. In diesem Video möchte ich aber meine Vermutungen und Gedanken zum nächsten großen Pack mit euch teilen. Viel Spaß beim Ansehen! Nachdem wir jetzt schon in relativ kurzer Zeit ein neues Set und ein neues Gameplay-Pack bekommen haben, das The Sims 4 traumhaftes Indesign-Gameplay-Pack, hat EA direkt schon mal ihre Website aktualisiert und es gibt einen neuen kleinen Hinweis. Auf der The Sims Website kann man aktuell schon einen neuen Erweiterungspack-Eintrag mit Erfahre bald mehr erkennen. Also das heißt, die Ankündigung für die Erweiterung ist sowieso nicht weit weg. Was wir auf jeden Fall wissen, ist, dass die Erweiterung spätestens in diesem Juli auf jeden Fall erscheinen wird. Das wurde ja schon offiziell von den Entwicklern vorher geteilt. Aber den einzigen Themenhinweis, den wir haben, die Entwickler haben das Pack mit Bond with Nature beschrieben. Also, ja, verbünde dich mit der Natur, so kann man es am besten, glaube ich, übersetzen. Und ich habe mir mal zu diesem Thema so ein paar Gedanken gemacht. Also die Community hat da ja auch schon ein paar Wünsche, die auch so in die Richtung gehen. Aber bevor wir so ein bisschen in meine Gedanken zur neuen Erweiterung reingehen, habe ich mir gedacht, es gibt ja aktuell schon wirklich sehr viele Erweiterungen im Spiel, die wirklich auch mit diesem Thema zu tun haben. Da hätten wir das Gameplay-Pack Outdoor-Leben, was wir ganz am Anfang von The Sims 4 bekommen haben. Das ist ja auch schon ein bisschen her. Dann haben wir die Nachhaltig-Leben-Erweiterung bekommen, die sich so ein bisschen um den Umweltschutz kümmert und da auf jeden Fall mit reinspielt. Also wir haben eigentlich schon ziemlich viele Inhalte bekommen, deswegen bin ich echt mal gespannt, was sie da jetzt genau mit diesem Begriff meinen. Der wahrscheinlich größte Community-Wunsch, der da auch so ein bisschen in das Thema passen würde, wäre natürlich eine Farmleben-Erweiterung. Muss ich sagen, hätte ich auch auf jeden Fall Lust drauf und ich wäre auf jeden Fall gespannt, wie sie das umsetzen würden, weil so dieses Farmleben-Thema würde mich, glaube ich, auch so ein bisschen an diese alten Browser-Games, wenn ihr die kennt, diese Aufbauspielchen für irgendwelche Farms erinnern. Ich habe früher ganz, ganz viele von diesen gespielt, wo man dann seine eigene Farm hatte, seine eigenen Tiere hatte und auch irgendwie Getreide anbauen musste und ganz viele verschiedene Obstsorten. Und so könnte ich mir das so ein bisschen in die Sims 4 auch vorstellen, also quasi in einer Sims 4-Version davon. Würde natürlich auch eine altertümliche Welt so ein bisschen reinpassen, also eine Welt mit klassischeren Gebäuden, keine Hightech-Gebäude natürlich, sondern alles ist so ein bisschen im klassischeren Stil. Vielleicht auch so ein paar Bauernhäuser, also wirklich, dass man auch so ein bisschen so ein rustikaleres Leben mit den Sims spielen kann, das wäre auf jeden Fall meiner Meinung nach ganz interessant. Dann sollte es natürlich auf jeden Fall möglich sein, passend zu einer Farmerweiterung eigene Felder anzulegen, auf der man dann wirklich auch im großen Stil Sachen anbauen kann, Getreide zum Beispiel, sowas wäre auf jeden Fall lustig, also so Sachen, die man wirklich in einem größeren Maßstab auch anbaut. Also da könnten die Entwickler auf jeden Fall die Sims 4 auch ein bisschen erweitern in der Hinsicht. Ich meine, wir haben ja schon ziemlich viele Gemüsesorten im Spiel, aber dann, dass es vielleicht möglich ist, dann dieses Getreide zu Brot zu verwandeln, also dass man irgendwie eine eigene Mühle hat, das Getreide mahlen muss und sowas. Also wirklich die Sachen, die man auch so in echt mit einem Bauernhof verbinden würde. Vielleicht könnte man das Getreide auch so mit Traktoren ernten, also das wäre auf jeden Fall auch was, was dann, glaube ich, ganz witzig wäre, wenn man mit seinen Sims so über die Felder fährt und sein Getreide dann ernten muss. Aber natürlich, auf einem Bauernhof dürfen auch die Tiere nicht finden, also Hühner, Schweine, Kühe und so weiter haben wir ja in The Sims 4 auch nicht, nur Hunde und Katzen und natürlich die kleineren Tiere, aber das wäre auf jeden Fall, glaube ich, auch ganz witzig, wenn man dann sich um seine Tiere kümmern müsste und ich wäre auf jeden Fall auch sehr gespannt, wie sie das mit dem Schlachten umsetzen, weil ich meine, The Sims 4 ist ja eigentlich ein kinderfreundliches Spiel, so, aber irgendwie ist es ja leider so, dass Tiere dann irgendwie geschlachtet werden, also wie sie das umsetzen, würde mich auf jeden Fall auch interessieren. Und wenn man dann seinen Bauernhof wirklich aufgebaut hat, dass man dann vielleicht auch sich so einen kleinen Laden einrichten kann, wo man dann seine Produkte, sein selbstgemachtes Brot, vielleicht irgendwie Marmelade oder so einfach verkaufen kann, das wäre auf jeden Fall eigentlich auch eine ganz coole Sache. Oder die Eier, die Hühner legen, also dass man dann auch wirklich seinen Bauernhof wirklich so groß machen kann, dass man dann auch vielleicht von den angebauten Produkten so lebt mit den Sims, das fände ich auf jeden Fall, glaube ich, auch ein ganz lustiger Aspekt.
Ich glaube, diese Erweiterung wäre auf jeden Fall auch so einfach mal was ganz Entspanntes, was man mit den Sims macht, so ein bisschen entschleunigen. Und ich stelle mir es irgendwie einfach ganz witzig vor, da seinen Sims irgendwie bei der Arbeit zuzugucken und da sich darum zu kümmern, dass auch der Laden und allgemein natürlich der Bauernhof läuft. Und was hier natürlich auch sehr gut zu dieser Erweiterung passen würde, ist, wenn die Entwickler endlich das Seetool wieder ins Spiel bringen, was es ja eigentlich in Die Sims 2, Die Sims 3 und ich meine auch Die Sims 1 gab. Also, dass man quasi, wenn man sich irgendwelche Seen in sein Grundstück zimmern will, dass das dann halt einfach mit einem kleinen Tool machbar ist und man nicht irgendwie die Pools, so wie es jetzt oft gemacht wird, irgendwie versucht, so ein bisschen die Poolwände zu kaschieren, dass es halt aussieht wie ein richtiger See, sondern dass es halt dafür wirklich ein Feature gibt, was man dann benutzen kann. Das wäre langsam, finde ich, auch an der Zeit, dass sie das mal integrieren. Ehrlich gesagt könnte ich mir sogar relativ gut vorstellen, dass damit eine Farmerweiterung gemeint sein könnte. Ich meine, die Entwickler haben ja auch erwähnt, dass es eine, also auf Englisch eine charming, also eine liebenswürdige neue Erweiterung sein soll. So kann man das auf jeden Fall übersetzen. Und ich meine, Farm, Bauernhof, liebenswürdig. Also verbünde dich mit der Natur, um mit einer liebenswürdigen neuen Erweiterung zu spielen. Würde auf jeden Fall doch zum Farmleben mit den Sims passen. Das ist natürlich nicht fest, keine Ahnung. Es kann auch irgendwas anderes sein oder die anderen zwei Sachen, über die ich in diesem Video noch reden möchte. Aber theoretisch wäre es ja auf jeden Fall eine mögliche Option und eine mögliche Erklärung für dieses Wort Charming. Ich denke, viele Spieler würden sich auf jeden Fall über so eine Farmerweiterung freuen. Und ja, ich glaube, es wäre auf jeden Fall eigentlich eine ganz, ganz witzige Sache und ich hoffe, dass sie das auch gut umsetzen werden. Ich habe noch ein bisschen weiter nachgedacht und theoretisch, was weiterhin möglich wäre, wäre vielleicht, dass die Entwickler eine, sagen wir mal, eine Überlebenserweiterung umgesetzt haben. Da wäre zum Beispiel eine mögliche Storyline, dass die Sims irgendwie mit dem Flugzeug auf dem Weg in Urlaub abgestürzt sind und sich jetzt, um mal die Aussage von EA hier wieder mit reinzubringen, quasi mit der Natur verbünden müssen, um so wieder nach Hause zu kommen, weil diese Insel oder dieser Dschungel oder wo auch immer die abgestürzt sind, mitten im Wald, ist leider ziemlich abgeschirmt und deswegen müssen die Sims dann verschiedene Materialien sammeln und daraus sich irgendwie Werkzeuge herstellen und Rätsel und Aufgaben lösen und so. Wäre eventuell ja auch eine mögliche Option, die dahinter stecken könnte auf jeden Fall. Ich stelle es mir eigentlich auch ganz lustig vor, mit den Sims dann so zu versuchen, die Rätsel, die EA so ein bisschen sich ausgedacht hat, dann zu lösen und ist es dann so, dass die Sims dann versuchen müssen, dieses kaputte Flugzeug wieder zu reparieren, um halt da wieder rauszukommen. Wäre auf jeden Fall auch wieder eine Erweiterung, die man nicht so ein bisschen in das Alltags-Gameplay auf jeden Fall integrieren könnte. Also das wäre dann ein bisschen, sagen wir mal, was Abgeschiedeneres so, was man auf jeden Fall mit den Sims dann mehrere Stunden macht. So ein bisschen wie bei Ab ins Schneeparadies auch so ein bisschen. Also man spielt es auf jeden Fall einmal durch und danach geht man dann wieder so ein bisschen in das klassischere Alltags-Gameplay zurück so. Ich glaube auf jeden Fall, das wäre auch eine ganz witzige Idee. Da wäre ich auf jeden Fall gespannt, wie sie das auf jeden Fall umsetzen würden. Das liebenswürdig, dieses Wort passt zu diesem Erweiterungsthema natürlich jetzt irgendwie nicht so gut. Deswegen ein bisschen unwahrscheinlicher. Aber theoretisch wäre es, glaube ich, noch was da mit reinfallen könnte in dieses Oberthema mit Verbünde dich in der Natur. Und als letztes jetzt noch was jetzt nicht unbedingt zu diesem Hinweis passt, aber was ich mir allgemein und viele andere sich ja auch wünschen würden, wäre jetzt vielleicht eine Hotelerweiterung. Ja doch, also das wäre auf jeden Fall auch was ich mir so als nächste Erweiterung wünschen würde. Es gibt natürlich noch ganz viele andere Themen, die man behandeln könnte, aber ich glaube, wenn man mit seinen Sims wieder so ein Hotel leiten kann, indem man das Hotel selber baut, dann seine Angestellten verwaltet und so sich Aktivitäten ausdenkt, die man vielleicht im Hotel auch machen kann, sowas, was in Die Sims 3 Inselparadies, das mit den Aktivitäten jetzt noch nicht ganz so groß war, könnte man in Die Sims 4 echt noch mehr ausbauen. Dass man vielleicht irgendwie dann auch so Strandpartys und so veranstalten kann in seinem Hotel.
oder allgemein so etwas, fände ich auf jeden Fall doch eigentlich auch ganz witzig. Vielleicht könnte man es auch möglich machen, dass man selber an Sims Ferienhäuser vermietet und so weiter, sich dann so ein bisschen auch drum kümmern muss, dass die sauber bleiben oder so. Ideen könnte man da auf jeden Fall, glaube ich, mit einfließen lassen. Und als letztes habe ich zu meinem News-Video letztens auch einen ziemlich interessanten Kommentar bekommen. Wenn man ein Naturerweiterungspack bekommt, dann bitte mit Baumhäusern. Also ich meine, das wäre ja eigentlich dann auch der perfekte Zeitpunkt, um Baumhäuser ins Spiel zu bringen. Fände ich auf jeden Fall, glaube ich, sehr interessant, was die Community da auf jeden Fall rausholen kann. Und irgendwie, ich muss sagen, es wäre doch genial, wenn man seine Sims einfach in ein Baumhaus einziehen lassen könnte. Das wäre eigentlich, glaube ich, doch eine ganz lustige Ergänzung, mit der man auch nicht so wirklich rechnet, weil, naja, ich meine, so eine Hotelerweiterung, da Baumhäuser mit dazu zu packen, wäre auf jeden Fall ein genialer Move, auch wenn ich es nicht glaube. Aber ja, schauen wir auf jeden Fall mal, ob überhaupt die Hotels wirklich nochmal wiederkommen. Ja, ich meine, ansonsten wären natürlich dann noch so ein paar andere Allzeit-Erweiterungen, die man sich so wünscht. Ich glaube, so Generationen hätte ich jetzt auch nichts dagegen, wenn das jetzt nochmal kommt, auf jeden Fall. Sowas in die Richtung brauchen wir auf jeden Fall vielleicht auch nochmal mit den Sims. Allgemein hoffe ich einfach nur, dass diese Erweiterung vielleicht wirklich in eine ganz neue Richtung geht und es ein neues Pack-Thema wird, was wir jetzt bisher eigentlich noch nie so bei den Sims hatten. Ich meine, Farmleben wäre auf jeden Fall was, was wir noch nicht wirklich hatten. Wir hatten dann die Sims 3 Store-Set, was da reingepasst hat, aber als richtige Erweiterung hatten wir das bisher noch nicht. Da würde ich mich auf jeden Fall freuen, wenn sich die Entwickler da kreativ austoben würden. Welches der drei Themen findet ihr für ein naturbezogenes Erweiterungspack am interessantesten? Und was könnte eurer Meinung nach als nächstes kommen? Schreibt mir das doch gerne in die Kommentare. Wenn euch das Video gefallen hat, lasst doch gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Also dann, bis zum nächsten Video.